In Bochum, da haben linke Aktivisten am Wochenende ein leerstehendes Haus besetzt. Rund 25 Personen haben sich noch immer im vierstöckigen Gebäude verschanzt. Aus dem Fenster, da hängen Plakate, die zum Beispiel auch Wohnraum für alle fordern. Wir sehen es so, dass in Städten, in denen eben Gebäude wie dieses nicht genutzt wird, aber Menschen die Notwendigkeit haben, eben bezahlbaren Wohnraum zu haben, dass es den Bedarf gibt nach sozialer Entwicklung in den Stadtvierteln und nicht nur eben konsumorientierte Freizeitpolitik gemacht wird, dass es dann eben auch das Recht der Bevölkerung ist und der Menschen, sich dieses eben anzueignen. Die Polizei hat sich die letzten Tage noch zurückgehalten, aber auch schon angekündigt, sich das nicht mehr lange anschauen zu wollen.